Meine Damen und Herren, ich habe einige Bemerkungen gemacht zu der Figur des Epikur, der tatsächlich auch in der schönen Literatur der damaligen Zeit eine erhebliche Rolle gespielt hat. Horaz als Lyriker der Zeit des Kaisers Augustus ja bekannt. Als die Kritik an Epikur überhand nahm, dass er also eine Philosophie lehre, die das Fressen und Saufen und so weiter voranstelle allen anderen Dingen, hat dann gesagt, Epikuri ex grege porcus. Auch ich bin ein Schweinchen aus der Herde des Epikur, was er natürlich nicht war. Aber die Philosophie Epikurs, da kommen wir noch hin, und die Stoa waren in der Spätantike, in der hellenistischen Zeit, im Für und Wider die wichtigsten Philosophien, wobei ja dann in der Stoa noch hinzukommt das ethische Moment und das kosmologische, die Ordnung der Dinge im moralischen und im physischen Sein. Aber das lassen wir noch an der Seite. Hegel, ich kann es nicht ändern, ich muss immer wieder mal reinschauen, was hat der Alte dazu gesagt, ist natürlich überhaupt nicht zufrieden mit dem Vorrang des Sinnlichen in dieser Philosophie. Er sagt dann, das hat dann später Locke auch gesagt, das sollte aber ein Schimpfwort sein, nicht? Wenn er bei irgendeinem antiken Denker an den Rand schreibt, ja, so, genau so sagt es später der Locke. Das waren alles diese Trabanten, die er nicht besonders geschätzt hat. Er war da sehr anspruchsvoll. Also bei Epikur fehlt ein genuines, begriffliches System. Was kann schon eine Philosophie taugen, die sich an das sinnliche, anschaulich gegebene Sein allein hält? Also ich sagte es schon mal früher, die Materialisten, das ist ähnlich so, wie wenn die Mutter zu dem Kind sagt, geh nicht in den Hof und spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das sind unerlaubte Zurufe oder Zwischenrufe der Philosophiegeschichte. Das ist gar keine echte Philosophie. Die gebärden sich nur so. Das sinnliche Sein, die Empfindung, wird bei Epikur, da ist Hegel nun ganz streng, wird bei Epikur zur Grundlage und Richtschnur der Wahrheit. Also man kann sagen, er betrachtet den Epikur mit den Augen eines Autors im späten 18., frühen 19. Jahrhundert. Epikur ist ein Sensualist avant la lettre, nicht? Das war auch schon so einer. Was auch eine interessante Sache ist, dass man das so sagen kann, wenn man eine Schrift von Epikur anguckt, und das steht auch bei Locke. Das heißt eben, der Materialismus hat eine etwas unechte Geschichte. Er tritt symptomatisch gleichsam in bestimmten historischen Konstellationen, kulturgeschichtlichen, klassenpolitischen Konstellationen tritt er auf, aber nicht sozusagen im Kontinuum der ganz großen Begriffe, sondern er ist immer ein Ärgernis. Er erinnert an den Tod, an Sexualität, an lauter Dinge, von denen man viel weiß, aber von denen man nichts hören möchte. Das ist, glaube ich, hier ein wenig der Hintergrund. Denn die Polemik gegen den Materialismus, die ist hier sehr scharf und sie geht eigentlich immer mehr in die Richtung, dass vermeintlich oder wirklich, sagen wir mal, liederliche dieses Denkens. Der Materialismus verführt zu einem liederlichen Verhalten in der Alltagspraxis oder so etwas, zur Überbetonung der Genüsse, zumal der Sinnlichen. Das alles kriegt der Materialismus sozusagen ein wenig auf den Kopf. Ne? Die Kanonik, so nennt das Epikur, das ist so ein bisschen, das sind die Grundregeln, in denen das Kriterium der Wahrheit bestimmt wird. Die Moral beruht auf der Natur, das ist dann auch ähnlich in der Stoa. Ist ganz interessant,
wenn man die Philosophiegeschichte aufs Ganze betrachtet, dann muss man schon sagen, Epikur als einer der ersten Sensualisten, ich könnte auch Aristipp und solche Autoren noch dazu nennen, die sogenannten Zyniker, gab ja die verschiedensten Gruppen in der Spätantike, aber erst in Locke's Essay von 1680 wird der Sensualismus auf seinen philosophischen Begriff gebracht. Er beherrscht das 18. Jahrhundert und führt dann, wie Sie alle wissen, zu Feuerbach, dem Klassiker des Sensualismus, der allen späteren Materialisten dann den Stempel aufgedrückt hat. Welche Momente, fragt Epikur, machen die Regel dessen aus, was Wahrheit ist? Er nennt hier drei Stufen, Kriterien der Wahrheit. Es sind die Empfindungen überhaupt und die Antizipationen. Also dasjenige, was ich vorwegnehme, wenn ich die Erfahrung bestimmter Dinge gemacht habe, dann kann ich sozusagen vermutungsweise sagen, wenn ich drei Äpfel gegessen habe, der vierte wird ähnlich schmecken. Also auf dieser doch relativ bescheidenen Ebene, das sollten wir auch nicht verneinen, auf dieser verhältnismäßig bescheidenen Ebene bewegen sich die Erwägungen. Dann aber auch in die Philosophie muss einwandern die Frage, welche Motive bestimmen die Menschen dazu, etwas abzulehnen und etwas zu wollen? Das ist eine nicht uninteressante Frage. Die Leidenschaften, Triebe und Neigungen. Also so eine triebnaturalistische Seite im Menschen wird ohne weiteres auch ausgesprochen hier. Empfinden, Vorstellungen und dann die Meinung, die Doxa, hat keine ganz so schlechte Presse wie bei Platon, das nur Privatmeinung ist, sondern er meint schon auch, dass es gewisse relativ feste und glaubwürdige Dinge gibt, die zu glauben sich auch lohnt. Aber alles Denken, das ist nun Epikur, erhält seine Inhalte vom Stoff unserer Empfindungen. Aber die Empfindung kann sich irren, das weiß er natürlich auch. Um Anspruch auf Wahrheit erheben zu können, muss Empfundenes zur festen, sich wiederholenden Grundlage werden. Hegel sagt hierzu ganz ordentliche psychologische Ansichten, nicht? Aber sehr belehrend ist das alles nicht. Aber es ist hier natürlich doch schon wie in Locke's späterem Essay so ein Versuch, wie baut sich sozusagen stufenweise unsere Welt Aneignung. Wie baut sie sich auf? Welchen kognitiven Status hat das Denken, hat unser Kopf bei der Eroberung der Welt? Also das ist schon so eine analytische Psychologie, die in ihren ersten Keimen natürlich vorliegt. Aber dass sich etwas wiederholt, ist ein Beweis seiner Glaubwürdigkeit. Festes, Bestimmtes begründet alles von uns für Wahrgehaltenes. Deshalb können wir Unbekanntes, weil nicht Empfundenes, durch Erscheinendes, nämlich Empfundenes bezeichnen. Also was ich noch nicht empfunden habe, bei dessen Feststellung kann mir dasjenige, was ich schon gespeichert in mir habe an Empfindungen, helfen. So könnten wir es heute vielleicht nennen. Wir können uns ein Unbekanntes vorstellen, und dann sagt er, nach der Art bekannter Empfindung. Stoff und Inhalt unseres Denkens, das sich stets der Bilder bedient, beruht auf früher oder aktuell angeschauten Dingen, deren Verknüpfung stets auch durchs Denken zustande kommt. Der sachgemäße Gedanke. Hier ist also auch schon
durchaus wie bei Aristoteles, die Wahrheit ist die Qualität sachgemäßer Urteile. Der sachgemäße Gedanke, die richtige Meinung, enthält das Bild dessen, was oft erschienen ist, eine gehäufte Erfahrung, da das verdichtet sich gleichsam in uns. Durch ständige Wiederholung verfestigen sich die Empfindungen zu allgemeinen und dann auch scharf umrissenen Vorstellungen. Und dann ein interessanter Gedanke: Deutlichkeit erlangen unsere Vorstellungen durch die ihnen stets beigelegten Namen. Naturerkenntnis, die die Dinge ordnet und klassifiziert, dient auch der Beherrschung der Natur. Das ist eine Sache, die nicht ganz uninteressant ist. Foucault, die Nomenklatur als Herrschaftsinstrument und derlei. Wenn man eine bestimmte Personengruppe ausrotten will, dann macht man erstmal eine Riesentabelle dessen, inwiefern die verachtenswert sind. Solche Terminologien gehen den schrecklichen Taten nicht selten hervor. Wobei es ja hier noch, wie bei einem freundlichen Botaniker, einfach darum geht, dass man bestimmte Gruppen von Naturgegenständen mit einem gemeinsamen Namen belegt, um sich in der Vielfalt der Erscheinungen zu orientieren. Aber das Herrschaftswissen in der Namensgebung auch enthalten ist, das ist schon sehr früh erkannt worden. Das muss ich schon auch betonen. Der Name, so hat Hegel die Erkenntnislehre von Epikur dann interpretiert, ist Bestätigung, Setzen der Identität des Einen. Und Evidenz ist ein Wiedererkanntwerden des Sinnlichen durch Subsumption unter die schon früher durch den Namen befestigten Vorstellungen. Die Evidenz einer Vorstellung ist, dass man ein Sinnliches bestätigt als dem Bilde entsprechend. Also im klassischen Rationalismus bei Descartes war die clara et distincta perceptio ein sehr geistiges Schauen. Ich erschaue die Wahrheit des pythagoreischen Lehrsatzes, indem ich ein rechtwinkliges Dreieck an die Tafel male. Hier ist die Sinnlichkeit noch ganz unmittelbar und unsublimiert, möchte man bald sagen, am Werk. Erkenntnis und Erinnerung eines schon Vorgestellten anlässlich der sinnlichen Aufnahme eines Neuen. Also das ist so die Art, wie Epikurs Begriffe entstehen. Hegel hat natürlich an ihm kritisiert, er bleibt stehen bei den ersten Anfängen des sinnlichen Bewusstseins, der Anschauung, der unmittelbaren Anschauung eines Gegenstandes, wie er sich in der äußerlichen Empfindung darbietet. Und in der Tat, wir können Hegel hier nicht ganz verwerfen, handelt es sich bei Epikur zunächst darum, dass sich die Elementare, die erste Anschauung zu einem Bild, zu einem allgemeinen oder typischen Bild formiert, worunter der jeweils sinnlich gegenwärtige Gegenstand dann zu subsumieren ist. Epikur unterscheidet nun, das ist ein wichtiger Punkt für die gesamte Geschichte der Aufklärung, nämlich die Frage nach den menschlichen Affekten und Leidenschaften, die dann auch ein durchgängiges Thema bis ins Zeitalter der Französischen Revolution, ja, bis in die Romanliteratur des 19. Jahrhunderts eine ganz große Rolle gespielt hat. Also auf der einen Seite werden wir affiziert, hätte Kant gesagt, von äußerlich seienden Dingen. Es gibt aber auch Empfindungen oder Gemütszustände in uns, Zorn, Liebe, Hass und so fort, innerliche Empfindungen.
Sie liefern uns, meint Epikur, dann die Kriterien für unser praktisches Verhalten. Das heißt hier unsere Bereitschaft, dieses zu akzeptieren, jenes zu verwerfen. Die Affekte sind entweder angenehm oder unangenehm, wobei diese als negativ, jene als positiv empfunden werden. Das Lust-Unlust-Schema ist ja uralt. Bei hedonistischen Denkern wie Aristipp spielt es auch eine Rolle. Aber noch bei Freud, Realitätsprinzip und Lustprinzip, das sind so durchgängige große Themen der Philosophiegeschichte. Deshalb, ich möchte so Knotenpunkte der Entwicklung der Philosophie zumindest in dieser Vorlesung angedeutet haben. Also einmal die Einwirkung der Außenwelt auf unseren Sinnesapparat und dann aber nun, was ihm also noch wichtiger ist, die Lehre der Affekte. Das jeweils Empfundene bildet den Stoff, der uns allgemeine Vorstellungen über das liefert, was als Schmerz oder Vergnügen wahrgenommen wird und uns dazu veranlasst, etwas zu tun oder zu unterlassen. Hegel spricht hier ein bisschen abfällig von einer Mechanik des Vorstellens in Anschauung der ersten Wahrnehmungen, also ganz elementar, nicht? Und es ist ja bei Hegel so, dass eine Philosophie, je einfacher ihre Begrifflichkeit ist, in seiner Terminologie die abstraktere ist. Konkret ist das begrifflich Durchgearbeitete, während der bloße Empirismus, nicht? Das geht noch bis zu Marx, nicht? Die Zirkulationssphäre des Kapitals, in der sich ganz andere Sachen abspielen, als in dem, was unser Fernsehen etwas keusch die Realwirtschaft nennt. Das sind schon sehr interessante Dinge, die also sich über die Jahrhunderte hinweg durchgesetzt haben als Themen. Also Epikurs Kanonik, das ist das Wort, liefert uns die elementarsten Begriffe der Welterkenntnis, des Verhaltens gegenüber ihr. Im Ganzen schreibt Hegel richtig, aber ganz oberflächlich. Eine beschreibende Psychologie. Empfindungen verdichten sich zu Vorstellungen, deren Allgemeingültigkeit immer wieder dahingehend zu prüfen ist, ob sie bleibend sind und sich wiederholen. Solange ein nicht wahrgenommenes, aber doch reales, wie das Gedankending des Atoms. Da hört ja dann der Spaß auf. Das Atom ist zwar nicht sinnlich wahrnehmbar, soll aber doch sozusagen das prinzipiell Seiende sein, nicht wahr? Solange ein solches Gedankending nicht dem widerspricht, was wir sehen und hören, besteht kein Grund, es als das Körperliche an sich. Das ist schon für den Epikur wichtig aufzugeben. Was aber nun Hegel an der Erkenntnislehre des Epikur beanstandet, ist dies, dass er sich hinsichtlich der Beziehung des Wesens der Atome auf die sinnliche Erscheinung, und er sagt, so schreibt eben Hegel, herumtreibt in Unbestimmtheiten. Er vermisst natürlich hier die echte Dialektik, das Wesen als Grund der Existenz der Erscheinung. Das ist ja der große Lehrgedanke, der durch seine Wissenschaft der Logik hindurchgeht. Das ist alles zu amateurhaft, zu vordergründig für ihn, als dass er das einem ernsthaften Begriff von Philosophie zuordnen möchte. Und eine ganze Rotte von Leuten folgt dem Epikur in der Geschichte der Philosophie,
er nennt sie Physiker, so, so etwas vordergründig, neigt auch Epikur dazu, Begriffe, Abstraktionen und Realitäten zu vermischen. Was Hegel Epikurs allgemeine Metaphysik nennt, läuft hinaus auf den von Epikur unzureichend bestimmten Kategorien. Also das war der Gegensatz der Grundeigenschaften der Atome, Schwere, Figur und Größe und abgeleiteten oder sinnlichen Eigenschaften, die eben nur in Beziehung auf uns real sind. Also dass die wesenslogische Dialektik in der krudesten Weise angedeutet, aber ausgetragen im spekulativen Sinne wird sie nicht. Und hier haben wir das, was ich einige Male schon angedeutet habe. Hegel ist immer wieder verführt, einerseits die Sachen, die er da bei den frühen Alten antrifft, so ein bisschen auf seinen eigenen hegelschen Begriff zu bringen, um daraus einen Sinn zu machen, wie er meint. Auf der anderen Seite ist gerade dieses Unfertige, Rohe, dieses ja, Frische, aber auch und Unmittelbare dieser Philosophen, das fällt so ein bisschen unter den Tisch, ist ganz klar. Aber man weiß nicht recht, ob man Hegel tadeln soll oder loben. Denn wenn wir ihn tadeln, vergessen wir die andere Seite, dass durch ihn dann doch bestimmte in dem Altertum schon aufgetretene Fragestellungen in ein ganz interessantes Licht gerückt worden sind. Diogenes Laertius, wir müssen die allerverschiedensten Quellen heranziehen, wenn es um diese frühen antiken Autoren geht, hat die unablässige, ja, aber gleich schnelle Bewegung der Atome hervorgerufen und sie beruht ja darauf, dass der gleiche Raum gleich nachgiebig ist, gegen das leichteste wie gegen das schwerste Atom. Die Atome, das wird immer wieder gesagt, Gestalt, Größe und Schwere, aber keine sinnlich wahrnehmbare Qualität. Noch nie, fast ein Satz, der in der Bibel stehen könnte, nur etwas anders formuliert, betont Diogenes Laertius, wurde ein Atom durch Sinneswahrnehmung erschaut. Ja, also er kennt schon Sachverhalte an, die der Sinneswahrnehmung entzogen bleiben, ohne dass sie einfach gleich verworfen werden müssen. Also was vor allem bei dieser Stufe des Denkens die ganzen späteren Interpreten auch sehr gestört hat, war natürlich die ganz und gar auf eine verabsolutierte Physik reduzierte Realität, eine nihilistische Härte. Es gibt keinen allgemeinen Weltsinn. Ich sagte es schon in der letzten Stunde, kein Wohin der Dinge, kein inneres Telos, sondern wenn die Körper zusammenkommen, dann gruppieren sie sich zeitweilig. Dass sie zusammenkommen, ist notwendig, ist aber auch in gewisser Weise zufällig, dass sich die Körper in dieser Weise kombinieren und nicht in jener. Es fehlt eben in dieser Philosophie, ja, der Spiritus Rector, das ist ganz klar. Aber ich würde sagen, es hat einen etwas makaberen Reiz, muss man schon sagen. Die totale Sinnwidrigkeit einer Welterklärung, die auf jedes spirituelle und transzendente Moment verzichtet, das haben die Alten in einer Weise
uns vorexerziert, vor den großen Kritikern des Christentums, ja vor dem Christentum selber, nicht? Also die Physis als eine letzte, nicht von uns zu bewältigende Realität, also dieses schicksalhafte Moment, noch aus dem Mythos heraus, darin. Also das ist schon bedenkenswert. Die haben das zu Ende gedacht, nicht? Das ist immer eine spannende Sache. Und dann kommt also dann eine besondere Lehre hinzu bei dem Epikur, dass die Atome nicht in einer absolut geraden Linie im Sinn des freien Falls von oben nach unten stürzen, sondern dass sie abweichend, geringfügig abweichend und eben dadurch die Möglichkeit entsteht, dass sie sich gruppieren, dass sie zu klümpchenartigen Gebilden werden, die wir dann Dinge oder so etwas nennen. Eine ganz spannende Sache doch eigentlich. Also die Kritiker, Hegel wieder allen voran, die modernen Anhänger Epikurs, denen wird das auch noch vorgeworfen. Noch Lukács schreibt in einem seiner dicken Bücher, dass das organische Sein durch einen schieren Zufall entstanden ist aus dem Anorganischen. Nicht? Also das ist so ganz so altmodisch, in Anführungszeichen, ist das nicht. Also der Begriff des Zufalls, ob die Dialektik von Zufall und Notwendigkeit in der Sphäre der organischen Dinge und so, das ist schon von Interesse. Die organischen Gebilde sind immer das Ärgernis der Philosophie, noch bei Kant. Wo ist der Newton des Grashalms? Die organischen Gebilde werden doch in diesem radikalen Materialismus, Physikalismus möchte man fast schon sagen, herabgesetzt zu einer Verbindung der Atome, die durch ihre zufällige Bewegung hervorgebracht wird. Dabei weicht Epikur insofern vom Determinismus, dem strengen Determinismus der älteren Atomisten ab, als er gelehrt hat, dass sich die Atome nicht, wie ich sagte, geradlinig bewegen, sondern in einer krummen Linie und so stoßen sie dann zusammen und gruppieren sich zu allen möglichen Gebilden. Cicero hat das Klinamen genannt. Das war der Ausdruck dieser sanften Abweichung im Sturz der Atome. Das ist also, es kommt hier gleichsam ein menschlicher Faktor rein, oder wie man das nennen will. Es ist schon in diese mit nihilistischer Härte vorgetragenen sinnblinden Welt. Ich meine, man kann immerhin bei diesen Leuten, die waren redlich, da kann man lernen, wenn man die Transzendenz über Bord gehen lässt, was dann notgedrungen eintritt. Also wenn man dieses will, dann muss man jenes auch wollen, meine ich. Also die intellektuelle Redlichkeit haben diese Autoren schon besessen. Also ich muss sagen, ich war tief betroffen, als Frau Mitscherlich, die ja jüngst gestorben ist, in einem Fernsehinterview vom absoluten Ende. Sie ist ja über 90 Jahre alt geworden, vom absoluten Ende, das ihr jetzt bevorstehe. Weder zynisch noch hämisch, noch im Sinn eines Menschen, der eine Riesenwahrheit verkündet, sondern so ist es. Das hat was Antikes. Wer das dann so formulieren kann, das ist schon sehr großartig. Und ist also das Wort Theologie merkwürdigerweise auch nicht christlicher Herkunft, sondern das haben die griechischen Philosophen schon gehabt. Die Theologie von Epikur, ja, worin besteht sie?
in dem Gedanken, dass die Götter nicht bekämpft werden oder ihre Existenz geleugnet wird, das alles nicht, sondern sie hausen in seliger Entrücktheit in den Intermundien, in den Zwischenwelten, und sie können uns sehr gut auch belehren, darin, dass es sehr gut ist, sich um gar nichts zu kümmern. Das ist ein schöner Zug dieser Götter, dass sie eigentlich gar nichts von uns wollen. Weshalb sollten wir etwas von ihnen wollen? Also das war so ein wenig die Auffassung dieses moderaten Epikureismus. Ich erwähne es deshalb, weil die wirklich scharfe Religionskritik, das werden wir dann auch im nächsten Semester uns ein wenig ansehen müssen, bei dem Lukrez. Da merkt man auch, wie der Gang der Jahrhunderte dann zunächst dieselben Gedanken, aber doch anders färbt. Also bei Lukrez wird den Göttern nicht einmal mehr in den Zwischenwelten ein Raum zugebilligt, in dem sie nichts von uns wollend hausen, sondern hier wird dann schon fast im Sinne der Aufklärung eine genetische, kausale Erklärung, weshalb kommen die Leute überhaupt auf Religion und so weiter, angestellt. Er hat dann vor allem der große Gedanke, die Naturerkenntnis befreit uns von der Angst. Die Furcht, dass die Götter uns was anhaben könnten, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Er macht es an ganz elementaren Dingen klar. Ein Gewitter, Blitz und Donner sind völlig natürliche Vorgänge. Da hat keine göttliche Hand gewaltet oder so etwas. Also auch hier noch in der epikureischen Tradition der Ausschluss der Spiritualität und der Transzendenz, aber eben doch mit einer anderen Intention. Die ganze Erkenntnis der Natur soll uns vor den Ängsten befreien. Timor Deus Fecit, die Angst hat die Götter gemacht. Das ist die große Parole bis hin ins 18. Jahrhundert, bis zu den großen revolutionären Denkern der Revolution, der Zeit vor 1789. Insofern haben wir hier bei Epikur dann eine ziemlich deutliche, das kann man wohl hier sagen, Absage an die Religion, Superstitio, Aberglaube ist das lateinische Wort, Superstition im Englischen, was er also von vornherein ausspricht. Einst vegetierte unser Leben auf der Erde schmählich dahin, sagt er, erdrückt von heftiger Gottesfurcht, die vom Himmel her ihre schreckliche Fratze vorstreckte und den Menschen im Nacken saß. Da war es ein Grieche, der zuerst gewagt, gegen die sie seine sterblichen Augen aufzurichten und sie zu bekämpfen. Nicht die Mythen von den Göttern und nicht der Himmel mit Blitz und Donner konnten ihn daran hindern. Vielmehr schärfte all das nur noch mehr den großen Mut seines Geistes, sodass er danach verlangte, als erster das feste Schloss zur wahren Natur zu brechen. Vollständig siegte seine lebendige Geisteskraft, denn er schritt weit über die feurigen Mauern des Alls hinaus und durchforschte in Gedanken die ganze Unendlichkeit. Als Sieger von dort zurückgekehrt, bringt er uns Kunde mit, was entstehen kann und was nicht. Warum jedem Ding nur eine bestimmte Möglichkeit innewohnt und was für ein festes Maß allem
gründlich gesetzt ist, so liegt denn nun umgekehrt die Gottesfurcht zertreten unter unseren Füßen. Uns aber erhöht der Sieg bis in den Himmel. Das ist schon ein Manifest, nicht? Also wer sich auf die Philosophie einlässt, muss wissen, was er dann treibt eigentlich. Das würde ich schon sagen. Und dann eine genetische Ableitung der Religion. Wie er überhaupt, das ist interessant, wie Lucrez überhaupt die Vorgeschichte, die rohen Anfänge des Menschengeschlechts, die in Höhlen hausten, wie sie mit Werkzeugen und Waffen versahen und so Stück für Stück, so eine elementare Geschichtsphilosophie könnte man das nennen, wie Demokratie und Gesetz in die Welt kamen und Dinge dieser Art, ja. Also der Ursprung der Religion, da ist also vor allem entscheidend die Furcht vor dem Tode. Und da hat er ja das Wesen der Götter, das sollten Sie mal in aller Ruhe lesen, Metallgewinnung, ganz prosaisch, aber die Furcht vor den Göttern, die hat eine ganz große Rolle gespielt. Solange der Tod nicht eingetreten ist, geht er uns nichts an. Ist er aber eingetreten, geht er uns abermals nichts an. Das war jedenfalls Epikurs Bescheid hinsichtlich eines sehr ernsten Themas. Meine Damen und Herren, man hat immer am Ende des Semesters das Gefühl, nicht alles gesagt zu haben, was man hat sagen wollen. Aber viele meiner Kollegen sagen das auch. Man muss das eben ertragen, dass wir Stückwerk bleiben. Ich werde diese Vorlesung, wie gesagt, fortsetzen in den ersten 3-4 Stunden zumindest mal. Und dann gehen wir jetzt über zu dem anderen Thema Philosophie des 19. Jahrhunderts in Deutschland. Und jetzt verbleibt mir eigentlich nur, Ihnen für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit zu danken. Sie haben treu durchgehalten, bei Wind und Wetter, kann man ruhig sagen, was nicht immer der Fall ist. Und vor allem wünsche ich Ihnen erholsame Ferientage und das Wichtigste, gute Gesundheit. Thank you.